Hallo, wir sind wieder Hallo. da. Mit Dingern. Genau, die Mods habe ich geupdatet endlich. Hat er nicht, er lügt. Ja, tue ich eigentlich. Ich lüge gerne. Das tust du tatsächlich nicht. Das wäre eine Lüge. Das klingt irgendwie Paradox. phonetisch, radikalisch. Ich verwende Fremdwörter, die ich nicht kenne. Verständlich, würde ich auch tun. Geht's den Gefangenen? Geht's ihnen schlecht wenigstens? Nein, denen geht's wieder gut. Das haben sie nie gefixt. Okay. Schade. Hätten sie im Update fixen können, dass denen weiter schlecht geht oder so. Oh, er schläft Das gerade. wäre nice. Pardon, was? Aber ja, das wäre nice, aber ich glaube, das ist nicht so das Hauptziel von den Sims-Entwicklern, dass man möglichst gut Leute quälen kann. Ja, das kann natürlich sein, ist aber halt trotzdem blöd. Der Baum wackelt so heftig, ich schwöre, der fällt mir ins Haus. Ist das neu, dass er so Ich wackelt? habe keine Ahnung, es wirkt so. Ich habe den vorher nie so wackeln sehen. Ach, das könnte aber auch dieses Umweltpack da sein bei mir. Weil es ist windig. Umwelt, du meinst hier Wetterding, ne? Ja. Jahreszeiten heißt der Scheiß. Ach ja, du hast ja das Umweltpack. Weil das ist ja wirklich eher noch Umweltpack, so in dem Sinne, Umweltpack-mäßig. Ist halt legit Umweltpack, das heißt ja nachhaltig leben. Stimmt. Muss ich mir auch noch holen. Geben Sie Geld aus. Hören Sie auf zu schlafen und essen Sie. Oh, das ist traurig, sehr traurig. Keine Sorge, das werden wir bald beheben. Denn nachdem die Mods geupdatet sind, müssten wir Lean zippen können. Endlich. Endlich wieder einen Lean-Zip-Punkt initialisieren. Muss er nur erstmal noch was essen? Quatsch. Hä, er muss immer was essen. Er muss erstmal Lean-Zippen. Erst essen, dann Lean zippen. Stell dir vor, es ist 2020 und du darfst kein Lean-Zippen, weil du erstmal einen Hamburger essen musst. Ja, da ist Lean drin. Ein Trinken. Lean-Burger? Kann ich nur noch, da steht nur noch Trinken drauf. Nicht mehr Lean trinken. Nun ja. Spaß, ja, das werde ich dann gleich beheben. Emotionaler Ausbruch. Nein, den möchte ich bitte rauslöschen. Nicht Lean sippen. Bitte rauslöschen. Brudi. Was denn los? Ja. Hast du dich jetzt? Jetzt ist er glücklich. Okay. Na, komm, dann zipp Berlin. Er kommt nicht hin. Willst du mich verarschen? Geh da hin. Er kommt nicht hin. Wieso kann er denn fucking Lean nicht sippen? Moment, kann ich den vielleicht da reinpacken und dann ihn irgendwie geben? Mehr Auswahl. Öffnen. Das. Trinken. Er kommt nicht hin. Der Fehler Ehre. ist immer noch drin. Tschüss. Dann nimm dann halt Xanax. Xanax schmeißen. Jo. Danach kann er dann zur Inspiration klimpern. Jetzt hat er Xanax geschmissen. Und was ist jetzt? Hier, Xanax geschluckt. Okay. Okay, sie isst. Danach geht's ihr wieder gut. Dann kann sie sich um ihre eigenen Sachen kümmern. Ach, eigentlich kann sie ihn auch mal üben, bin ich der Meinung. Üben. So. Sehr gut, seine Laune geht schon mal hoch, das ist gut. Er Er spielt muss nach langsam wieder Klavier. mit seinem. Ja, klar, ist doch verständlich. Er muss aber langsam wieder mit seinem Klavier reden. Ja, aber das kann ich ihm leider nicht befehlen. Das muss er dann selber machen. Sollte reingepatcht werden, dass man es das machen kann. Ja. Vielleicht geht es sogar über irgendeinen Mod, dass man das steuern kann. Wahrscheinlich. Sehr wahrscheinlich, ehrlicherweise, ja. Ja. Ich war ja doch sehr überrascht, als ich mitgekriegt habe, was man hier alles machen kann. Und er fängt an, mit Sachen zu reden. Sehr gut. Dann stören wir da mal nicht, damit sein Sozial ein bisschen hochgeht. Ja. 8 Stunden hält die Inspiration an. Ordentlich, dann kann er richtig weiterschreiben. Ja. Endlich mal wieder was Schönes schreiben. Kann er schon Lieder schreiben, eigentlich? Weiß er Nee, immer noch nicht. da muss ich ihn noch weiter hochpatchen für. Schreiben. Schade. Hä? Hat er schon im Buch fertig geschrieben gehabt, anscheinend. Rechnungsinfo zeigen. Das Geld. Ups, Hättest du bloß zack. Photovoltaikanlagen? Ja.
Bei dir könnte man richtig einen Solarpark bauen, wenn man, wenn du dein Haus oben nicht gebaut hast, hättest du alles oben voll hauen können mit der Scheiße. Das wäre richtig nice. Oh ja, das wäre richtig nice. Auf Kunst zu durchsuchen. Du schreibst irgendein Buch. Was für ein Buch könnten wir denn schreiben? Ich wäre für eine Kurzgeschichte. Nun denn. Eine Kurzgeschichte. Wenn er sich noch fängt. So, mach Dinge, die du möchtest. Sozial oder so. Okay, Kurzgeschichtenbuch. Name. Meine Karriere im Showbusiness. RIP. Im Showbiz. Lief leider nicht so gut. Sehr schön. Ich habe gerade einen String gefunden, willst nicht Judennase kaufen. Ja, den habe ich ja so gemacht. Naja. Das war in Englisch irgendwie a load of pep oder sowas. Ich hab's etwas anders übersetzt. Ja, verständlich. Muss so, ne? Nach was muss ich jetzt eigentlich suchen? Nach Drink, Trinken oder nach Lean? Lean trinken. Ich Aber hab's ja Lean auf Deutsch trinken schon ist anscheinend. übersetzt. Also irgendwo müsste da Lean trinken drin stehen, das müsste ich ersetzen durch Lean sippen, aber das bringt mir beim neuen Mod, glaube ich, schon gar nichts mehr, weil ich. Es scheint so, als würde dieser String nicht mehr verwendet werden. Und das wäre dann normales Trinken. Hey, sie ist rot. Gut, das heißt, dann höre ich einfach auf, diese 200 Dateien zu durchsuchen. Das kannst du machen, ja? Nicht schreiben. Was wollte ich jetzt machen? Ach, Katzi ist auch da! Ja, warum mal ganz auch Rat da? Streicheln. Irgendwas wollte ich ihm sagen am PC. Ich weiß noch nicht mehr was. Egal. Vielleicht wollte er Porn gucken oder den Tom Explorer benutzen, Ich wovon ich glaube immer noch nicht eher genau nicht. weiß, was das ist. Ich glaube, da kann er zu einer Prostituierten werden. So Sie geil. sitzt die ganze Zeit schon einfach nur da rum, ey. Kannst du sie nicht zu einer Prostituierten machen? Ich glaube, das geht frühestens ab Teenager. Ja, ist doch bald. Ja, bald, aber noch nicht, leider. Oh, Katzi ist süß. Du kannst es versuchen, sie zum Ding zu machen. Klicken kostet ja nichts. Oh. Ja, mach dich mal nützlich. Tagtraum kannst du danach auch. Klick. Tam Explorer gibt's hier anscheinend nicht. Nein. Schade. Sie macht jetzt das Haus sauber, während er hier. Ah, sein Buch endlich fertig geschrieben hat. Zack. Einen Verlag verkaufen. Bestseller. Das ist gut. Beste Leben. Ja, inspiriert ein Buch schreiben zieht, glaube ich, ziemlich gut bei den meisten. Außer es ist traurig oder so, halt ein emotionales Buch. Ein Sadface Emoji-Buch meinst du? Ja, das meinte ich. Pardon, ich habe mich versprochen. So, und danach kann er wieder üben ein bisschen. Jetzt geht aber erstmal Katzi streicheln. Ja. Süßes Geisterkätzchen. Es hat darüber geredet, dass es tot ist. RIP. Ja, soll vorkommen. Hä? Das Grammophon ist übrigens hin. Ja, habe ich gesehen. Muss er wohl mal RIP. reparieren, aber jetzt muss er erstmal hier dringlich üben. Wenn man mit Üben fertig ist, muss er was essen und dann schlafen. RIP. Kannst du nicht, brauchst du einen Mülleimer? Ich habe einen Mülleimer. Ich habe hier einen Mülleimer. Broderenio, danke. Du kannst das nicht mal säubern. RIP. Komm, Level. Mach mal zur Inspiration klimpern und dann üben. Ich glaube, das könnte es pushen. Zack. Den Geist benutzen.
explizit jetzt. Ich glaube, das macht er die nächste Nacht. War da gerade ein neues Icon, wenn du aufs Bett geklickt hast? Kinky Wimps hat ein neues Icon, ja, ja. Das links. Ja, die haben das Icon ein bisschen geupdatet. Aus dem kann man jetzt direkt auf Leute klicken, um sie das meine ich ja, zu benutzen. Mit dem Geist. Achso, ja. Die Geisterkatze verwendet das Katzenklo. Oh, RIP. Ja, essen wirst du in der Schule müssen. Hausaufgaben hast du ja schon gemacht, also alles gut. Fahrbar, es ist schon wieder Montag. Das Wochenende ging aber schnell vorbei. True, to be honest. Moment, wann muss er in der Schule sein? Oh, jetzt. Tom Peeping kommt von unten aus dem Keller erstmal wieder hochgelaufen zu gucken. Schön, sehr schön. Okay. Was machst du? Nein, du gehst jetzt in die Schule. Meine Güte, du musst jetzt nicht gleich allen Müll ausleeren. Warum nicht? Weil sie in die Schule muss, das ist relevanter. Ich glaube, Müll ist ein bisschen relevanter als Schule. Ja, eigentlich schon halt, aber dann kriegt sie halt noch schlechtere Noten, das wäre nicht so gut. Ist doch egal, ich kann doch ruhig mit dem 5er-Durchschnitt bestehen. Oh. Insgesamt 495, damit kann ich leben. Er ist zur Schule. Rechnungen bezahlen. Dann das reparieren. Du kannst ja mal ein bisschen fleißiger lernen oder so. Ach, schließ Freundschaften. Ja, das Sozial geht hoch. Plus, wir finden, kriegen vielleicht neue Leute für weitere Kellerbereiche oder so. Ja. Und die Traurigkeit sinkt mittlerweile auch schon wieder. Ja, habe ich auch gesehen. Weil einsam, genau. Wird verwahrlost in 15 Stunden, was? Zum... Irre. Oh. Das gab jetzt gut Geld. Es geschah eine Mittagspause, hat 616 gebracht, ey. Nice. Ordentlich. Ordentlich. Ich glaub, die Geschichten und Biografien zu Elfaba sind immer das Wichtigste. True, true. Oh. Liebesbrief. Emma schnappt sich im Mittagessen aus dem Rucksack und entdeckt etwas Rotes darin. Es ist ein herzförmiger Zettel, auf dem nur Du bist süß steht. Sie glaubt, dass er von dem neuen Jungen stammt, der immer so starrt. Fragt sie ihn oder wartet sie einfach ab? Diesmal ansprechen. Letztes Mal haben wir Abwarten gemacht. Wir müssen ein bisschen Abwechslung reinbringen. Okay, dann sprechen wir mal an. Bla bla bla. Missversteht, Junge. Ich kenne dich doch gar nicht. Okay. Da ist eine Menge RIP passiert. War nicht die beste Idee. RIP. Klassentratsch, ja, peinlich. RIP leben. So ist es. Hab ich gehört. Vielleicht sollte sie auf eine Beendigung des Lebens Abonnement tendieren. Denke ich auch. Ich war gerade echt zu blöd, um einen Satz zu bilden mit den Worten, die mir im Kopf schwirrten. Scheiß auf Sätze bilden. Ist optional. Ich stell dir vor, du bist im Jahr 2020 und musst noch Sätze bilden, Junge. True, though. True. So, weg mit dem Teller. Emma hat Stefan in der Schule getroffen. Könnte ja auch... Ja, genau. Hier ist der Keller zwar schon gebaut, aber man hat ja da noch mehr Platz, wo man noch mehr Keller bauen kann. So ein bisschen. Du kannst doch die alten Räumlichkeiten unterteilen, Zellen. Das könnte ich machen. Könntest du zum Beispiel Tiermedizin machen? Ja. Könnte ich wohl. Könnte ich wohl. Der riesige Elfaba-Raum, den lasse ich aber da. Aber ich glaube, ich muss die ganzen Sachen da unten dann auch mal reparieren. Bei Gelegenheit. Moment, Moment. Ach ja, Hygiene. Genau, ich wollte ihm dann auch sagen. In Dusche singen. Sag mal, wie lange haben die denn Schule in den USA? Ah, bis 15 Uhr. Läuft. Der pennt noch immer. Ich glaube, wir sollten uns auch mal Leute von der Straße holen. Ja. Wie zum Beispiel den, der einfach durch den Hydranten durchläuft. Hä, was? Der Typ ist gerade einfach so halb durch den Hydranten durchgelaufen, den du gerade befolgt bist. Schön. Also so ein Bein sah das so aus.
Das kann schon sein, dass das passiert ist, ja. Zufriedenstellende Leistung, baba. Ja. Muss jetzt nicht drauf achten. Ach du Scheiße, okay. Toilette. Reste nehmen. Spaß ist erstmal optional. Der war Hausaufgaben. schon Spaß. Ach Moment, sie muss ja noch schlafen. Ja, true. Spaß länger. Schlaf, Spaß, Meme. Hausaufgaben machen und dann kann sie üben. Ja. Kann ich jetzt natürlich noch nicht reinmachen, aber mei. Was kannst du nicht neu machen? Üben, weil sie sich momentan noch zu schlecht fühlt dafür. Wieso denn? Ist doch alles Gucci. Ja, verstehe ich auch nicht. Verkauft er gerade sein Buch oder was ist das da links unten? Ja, bringt sein Buch Gut. runter. Er muss mehr Hummer essen. Er braucht mehr Kalorien. Stimmt, Hummer muss man ihm noch kaufen, ja, da war was. Ich glaube, da muss er erstmal ziemlich gut im Kochen sein. Ich glaube, es ist er nicht. Ja, mei, das wird schon gehen. Hauptsache, es hat Kalorien, ne? Zur Not reichen nur erstmal die Hamburger. Ja. So, jetzt hat er das repariert. Okay. Ah ja. Teile plündern muss er auch noch. Ja, den Müll einfach da liegen lassen. Das klingt gut, ja. Schön neben dem Billigrechner den schön stinkenden Müll. Oh, sie möchte vorbeikommen. Ja, kann sie natürlich machen. Annika Hallo, Löhrer. Frau Löhrer. Der Müll hat sich dahin geportet. Okay. Absolut inspiriert. Ja, wenn er so inspiriert ist. Ach nee, das kann ich triggern, wenn ich möchte. Also, geht er erstmal runter und repariert hier die Sachen. Reparieren. Reparieren und reparieren. Weil ich meine, die dürften ja eigentlich nicht mehr kaputt gehen, ne? Haben wir keinen Geister mehr? Gute Frage. M-Punkt-Farbe kann die kaputt machen? Ne, L-Punkt-Farbe? L-L-Punkt. L-Punkt-Farbe. M ist die, die da gerade rumpennt. Ja, das Klavier, das Ding ist auch kaputt, das Keyboard. Oh, dann muss er das ja auch noch reparieren. RIP. Erstmal alles im Haus reparieren. Oh hey. Ist das Frau Brudet. Löhrer? Nee, Anne Hilgers. Das ist Frau Hilgers. Freundlich vorstellen, I guess. Fröhlich vorstellen kannst du machen. Ja. Aber willst du nicht, bist nicht Ach, fröhlich. das ist doch eigentlich eine Idee, wenn da schon so ein Charisma-Dingens ist, ne? Es hat keinen Bock mehr. Ja, gut, dann muss er selber mit zurechtkommen. Aber wir haben ja noch Emotionsbombe. aktive Geister. Das heißt, die können wir kaputt gehen alle. Ja, das kann dann wohl passieren. Das ist dann, so ist dann das Leben, ne? Ja. Ist ja auch nicht allzu wichtig. Ja. Wo ist das? Das ist Annika Löhrer. Ohne Momento. Por favore. Tür abschließen für jeden außer Familienmitglieder. So. Wenn sie sich schon selber einsperrt, ne? Das hat sie gemacht. Ich habe das gar nicht richtig Sie registriert. ist davon Was selber hat... reingegangen. Und jetzt heult sie. Ja, und ist Sie die eingesperrt. Person, die er liegt? Das war L. Faber da mit dem Ja. Ding. In der Tat war das Elfhaber. Ist das eine Lesbierin denn? Vielleicht? Wer weiß? Ja, komm, krieg dich. Hast du es jetzt? Okay. Den hier musst du dann auch noch die Teile plündern. Und dann musst du Reste nehmen. Hamburger. Ah, okay, ja gut, er setzt sich aufs Bett. Das ist valide, das ist valide. Wenn er fertig ist, dann muss er die ganzen Sachen wegwerfen und alles mal aufwischen, damit es mal wieder richtig sauber ist. Ach halt. Ja, wohl doch. Machen wir schon so. Wenn er damit fertig ist, dann muss er das fucking Piano auch noch reparieren. Mehr Auswahl. Hä? Ach da, ist das reparieren, okay. Kurze Frage am Rande. Wie sieht es denn mit dem Paar zeitlich aus?
15 Sekunden, dann geht der Timer los. Gut, ich wollte gerade fragen, weil du hast mir die Datei geschickt und die habe ich gerade als Anhaltspunkt genommen, weil wir kurz danach angefangen haben. Mhm. Und das wäre jetzt erreicht langsam seit ja. einer Minute. Wollte ich fragen, nicht, dass du das vergessen hast, den Timer zu stellen? Ja, sicher ist sicher. Habe ich zum Glück nicht. Jetzt möchte ich den hier den ganzen Scheiße mal einsammeln lassen noch. Na komm. Und er hat die ganze Liste gedroppt. Und der hat keinen Bock auf dich. Du kannst Teile plündern. Ja, kann sich jetzt aber ficken. Nein! Weg. Die guten Teile! Er hat noch Teile einstecken, alles gut. Das ist ja immer die Liste verliert. Warum hast du gerade Geld bekommen? Hm? Du hast gerade Geld bekommen. Der Fuck. Warum? $40. Ach, da ist der Elphaba-Grabstein. Warte mal, wir haben da unten auch eine Urne, oder? Wir haben eine Urne und hier oben einen Grabstein, ja. Kannst du daneben stellen. Das ist eigentlich eine Idee. Aber das mache ich dann in meinem nächsten Part. Dann, ich beende den Part jetzt hier. Hoffe, hat euch gefallen und vielleicht sieht man sich wieder im nächsten Part. Haut rein, Leute. Tschüss. Tschüss.